sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns heute in Nürnberg-Bärenrad. Ja. Gleichstadt. Das ist eine Welle bestellt. Was? Haben wir gesagt, wir haben noch keine Lust. Am Samstag haben wir schön bei den Nürnberg. Samstag? Ja. Kann ja mit zu Wert gebrüchen. Ja, aber wir machen die Dinge, wenn ich zurück. Wir haben die Mittwoch und morgen wird es nicht. Ja, wir sind hier in Nürnberg-Bärenrad zum 58. Große Prinzessin. Gehen wir von aus. Ungefähr 30. Zug hier. Ja, es hat sich der Regen einigermaßen hier nachgelassen, aber hier hat sich auch an den Straßen bei der Wendolino-Stube, in der kleinen Wendolino-Straße, unwahrscheinlich viel Volk gesammelt. Ja, heute Morgen in Altürth war genauso verregnet, aber hier ist ein bisschen weniger mit Regen. Und wir bedanken uns. Ja, und jetzt sind wir hier in Bärenrad. Bis jetzt haben wir einigermaßen Glück, dass wir sagen können. Jetzt kommt die erste Bärenrader KG mit ihren Testwagen, die Session auch halt anstimmen. Ja, um Pastoren hier zu verbreiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pastoren, es war die erste Bärenrader KG. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Kamelle! Ja! Ja, wir kommen jetzt zum Förderverein, ich sehe der Unterbieter. Ja. Ich habe eine Liste bei mir. Wir versuchen jetzt die Kamera wieder auszugleichen. Ja, der Regen hat, wie gesagt, nachgelassen. Ja, das erste Schneeschen ist auch schon angekommen. Aber ja. Und wir wollen jetzt weitersehen, wie es hier weitergeht. Aha, da kommen die Oberjacke aufs Loll. Ja, Oma Jürgen, das heißt, das kleine Dreigestirn aus Gold. Jetzt müssten wir mal auf unseren berühmten Panel gucken. Ja. Aber gucken Sie Eindrücke, Bilder zu. Es sind doch zahlreich an Besucher nach Bärenrad gekommen, trotz Regenwetter. Haben Sie es nicht nehmen lassen, heute den Zug hier zu besuchen, um die Jecken hier, das närrische Volk hier zu mit Alarmrufe und den Zug verschönern hier, dass sie hier an den Straßen anstehen, hier links. Willkommen. Ja, wir sind noch immer Kunterbund. Der Förderverein Kunterbund läuft hier noch immer hier. Ja. Kunterbund. Wie gesagt, hier in Hört. Schreien, Kamella, jetzt kommt der Festwagen der Maigesellschaft.
Lied, Musik drauf, Spaß und Freude. Wie gesagt, laufen wir und starten. Damen und Herren, es geht weiter hier. Wir sind noch immer bei der Maike, aber als hier als Fegefeuer dargestellt werden wir die Schützengruppe. Genau, mit ihren Schützenwagen. Die Tantubertus-Schützengemeinschaft hier aus Birnrath, die hier vertreten sind. Ja, er ist noch anschließend. Familie! Jetzt kommen wir zum Testwagen. Testwagen der Maigesellschaft. Der Schützen. Der Schützen. So, wir werden wieder nach oben gehen. Und wir sehen, was hier los ist. Badewürfel ist unschöner als ja, dass die richtige Kostümierung hier als ja, wie sagt man das genau? Wie hat man die früher genannt? Ja. Als Drachen, wilde Drachenpfleger, Bund-Kund-Verbund hier im Zug den Hürt Bernhard. Der Zugleiter. Ja, wir sehen auch, wir hören schon musikalische Klänge. Ein Spielmannszug. Aber wir kommen vorher zu der Gruppe des Wagen. Die ersten Bikaki der Ex-Prinzessin. Lea, die erste, die kennt sich ja noch sehr gut, ihre Veranstaltung, ihre Gruppe gemacht haben. Weiter. Jetzt geht's wieder los, wir sehen. Wir lassen es.
Ja, wir kommen jetzt zur Kinderprinzessin. Dann an die erste, Sanna Beckmann aus 2016. Wir werden wieder mit der Kamera jetzt mal hochgehen, um sie mit ihrer Fahrschienen und wir versuchen es ohne Schirm hier abzunehmen, damit wir auch wirklich mit
mit der Kamera in die Höhe gehen können. Ja, diese Ringtipps sind ja schon was Praktisches, die man hier trägt. Ja, unsere Kamera wird nass und schön. Das sollten wir etwas beherzigen, aber solange es nicht stärker wird, lässt auch leicht nach dem Regen wieder. Und so könnte sich jetzt wieder in Bewegung setzen. Ja, passt doch. Ja, es geht weiter im Zug. Ja. Von mir sind sie weg. Lisa, die Erste, die auch im letzten Jahr ein super Programm absolviert haben, hatte. Wir sind weg mit den Festwagen und wir sind weg. Wir sehen auch schon hinten den Festwagen von Marie-Louise, die Prinzessin in dieser Zeit in Bärenrad, unseres jetzigen Volk, das Sagen hat. Ah, wir kommen hier runter, genau, die Damen und Herren Gesellschaft, wir sind weg, kommen jetzt an uns vorbei. Ja. Im letzten Jahr selber in Hürth-Gleuel Vitalität gestellt hatten. Bauer, Prinz und Jungfrau, die auch aktiv hier spielen, mitspielen hier. Der Tambo-Major, dieser Titel als Jungfrau, die Blinde, der Bauer Theo Schwan hier am Kellebaum. Wir sehen hinten an der Querbrücke den Ex-Prinzen, auch den Nachfolg im Sinne die Damen und Herren hier und der Knappsacker Karl.
Verkehrsgesellschaft jedes Jahr hier vertreten, um was doch hier mitzulaufen. Meine Kontrakte sehen hier. Hier aktiv beizumachen, mitzumachen. Und nicht nur, wenn man das Jahr hat, immer wieder. Jetzt vorbei. Jetzt kommen wir zu den. Eine kleine Abordnung der Knappsacker, die zwar größer ist, die Garde, aber heute in einer kleineren Zahl wahrscheinlich wegen Wetterung. Ja. Und jetzt kommen wir zum Hauptwagen. Erstmal noch ein Versorgungswagen von der großen Knappsacker-Karnevalsgesellschaft, die sich auch hier mit Wurfmaterial eingedeckt haben, um das unter das Kopf zu bringen. Ja, die Kinder und Jugend. Ja. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt des diesjährigen Karnevals hier in Hürth-Bärenrad. Der Zug wahrscheinlich auch kürzer ist wie all die anderen Jahre von der Prinzessin Marie-Louise. Er läuft, kommt gleich hier wieder zurück. Das dauert noch, aber wir machen einmal eine Einstellung des Zuges hier. Die Leute haben jetzt noch die Sachen, die nicht aufgesammelt worden ist. Und wir verabschieden uns hier in der Höhe der Wendolino-Stube hier in Hürth-Bärenrad vom diesjährigen Karnevalszug 2016.